Hallo Leute und herzlich willkommen. Heute steht etwas Krasses an, denn in der letzten Folge, wisst ihr ja, musste ich maximal viel raiden. Es war sehr gemein, sehr ungerecht, sehr fies. Falls verpasst habt, schaut auf jeden Fall da vorbei. Donatet ein Abo rein, wenn ihr nichts verpassen wollt, denn heute gibt es einiges, was ihr verpassen könnt, wenn ihr aber nicht ganz schnell jetzt abonniert. Also ganz, wirklich sehr schnell. Und ihr kennt es, wenn ich einen erwische, der nicht abonniert hat und hier zuguckt, ist was los. Und ich weiß auch schon, wer es ist. Ich habe auch schon eine Ahnung, ich habe genau eine Ahnung, wer es ist, ne? Dass wir uns verstehen. Denn für das Krasse, was ihr heute seht, werde ich absolut rein spielen. Und keine Sorge, ich werde meine Grammatik im Laufe der nächsten Videos überarbeiten. Ihr wisst, natürlich, ich arbeite ja dran. Ich brauche meinen Tech-Cert. Das muss ich uploaden und ich muss upleveln. Und zwar auf welche Map. Den Download werde ich anschmeißen und dann hoffen, dass meine Strategie soweit funktioniert. Denn Leute, ich werde mir einen neuen Basepot sichern. Es muss einfach sein. Denn ich habe einfach Schiss. Erstens geht bald das erste Video online in 2 Tagen. Das heißt, dann wissen so langsam die Leute, dass ich hier spiele, wo ich baue. Und ich stehe da jetzt schon sehr lange, irgendwie fast eine Woche, 5 Tage oder so. Und ich kann da eben nicht mehr deffen. Wenn ich Turrets draußen hinstelle, wisst ihr, dann verschlechter ich meinen Spot automatisch. Weshalb ich mir gedacht habe, komm, du suchst dir eben mal was Neues. Und ich weiß gerade nicht exakt so genau, wo ich hin musste. Aber ich bin dran. Ich suche, Jungs, ich suche. Deshalb nur kurz als Anmerkung, nehmt mir nicht übel, wenn ich was länger brauche. Aber ich brauche nicht länger, denn hier ist es. Und ich weiß ehrlich, um ganz ehrlich zu sein, bin ich mir echt unsicher, ob ich euch das überhaupt zeigen soll, weil das so dermaßen broken ist, dass das einfach ungerecht ist. Und der Spot ist halt super geheim. Ich wette mit euch, den hat noch kein einziger, der dieses Video sieht, gesehen. Wir kicken mal kurz Gamma 4 an und eigentlich wäre es schon cool, wenn das auch ein bisschen so bleibt, ne? Ich muss mal schauen, hoffentlich ist hier jetzt nicht dick gebaut. Aber ich glaube, der Eingang wäre ja zu, wenn hier einer dick drin gedönert hätte. Dennoch vorsichtig sein, denn ich muss einmal wirklich durch die Cave durch hier. Hier ist noch nichts, noch nichts, noch nichts. Und ich muss wirklich, wenn ich durch meine ich auch wirklich ganz durch. Quer durch die total verdrehte Olga. Da vorne hatte einer gebaut. Wie man sich nämlich auch denkt. Weil hier immer irgendein Schelm baut. Okay, schnell durch, schnell durch. Wurde auch schon geknackt. Oh, habe ich mich erschrocken vor dem Sound. Sorry, ich bin gerade sehr schreckhaft. Ich bin ein bisschen eine Angsthase nämlich auch. Wir müssen hier durch das perverse Eisgebiet. Warum nenne ich es perverses Eisgebiet? Weil es eigentlich gar nicht pervers ist. Aber guck mal, wie geil das aussieht, oder? Boah, das gibt einen Screenshot. Krass. Sehr krass. Hier muss ich auf jeden Fall ganz runter. Hallo, es ist wieder am Hängen hier, oder was? Ich mache nichts. Ja. War der klassische Hängdödel. Nicht zu verwechseln mit eurem Dödel, der auch immer runterhängt. Ich meine da was anderes. Und Alter, wenn du dich bedenkst, dass das hier auch Kinder sehen. Ist das eigentlich grenzwertig, oder? Schreibt mal rein, ob ihr das auch schon sehr speziell findet hier. Oder ob er sagt, das geht noch, Simi, das geht noch. So kannst du das hochladen, da sehe ich kein Bedenken. Simi, bei dir, da sehen wir keine Sorge. Okay, und hier haben wir Hardcore gespammt. Das ist eventuell zu meinem Nachteil. Turrets sehe ich gerade nicht. Das ist auf jeden Fall zu meinem Vorteil. Und ich muss genau hier rein. Bitte sag mir, da drin ist nicht gespammt. Wobei hier die Cliff schon sehr nah am Spot ist. Es könnte schon fast ein aggressiver Spot-Heat sein. Aber es sieht gut aus. Denn richtig gehört, ich möchte ganz genau hier an der Wand bauen. Platzieren der Strukturen nicht möglich. Das ist natürlich ärgerlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Eigentlich müsste das hier gehen. Okay, dann muss ich testen. Ah, vielleicht kann man hier an dem Spot gar nicht bauen. Okay, dann zeige ich ihn euch aber sowieso. Aber ich sage euch, eigentlich sollte das funktionieren. Nehmen wir zum einen mal einen Drop. Kein Boden- oder Einrasspunkt. Hey, als ob. Haben wir hier was Krasses? Einfach mal einen Gigasattel. Ja, das ist doch schon mal geil, oder nicht? Ey, komm schon, Bro. Ich brauche den Spot. Warum das nicht geht, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich kann man nur bis hier bauen. Und da ist dann direkt Cliff. Ja, shit, weil ich brauche hier safe ein Bett. Ohne Bett bin ich ein bisschen gejietet. Kein Boden- oder Einrasspunkt. Ja, wahrscheinlich, aber da, wo die bauen, ist überall ein Einrasspunkt. Oder was? Oder wie oder was? Was? Gibt's ja wohl gar nicht. Kein Boden- oder Einrasspunkt. Hä, bin ich blöde? Bin ich zu blöd zum Bauen oder was? Eine Cliff ist zu nah an Feindlichem. Ah, das ist so dämlich. Cliff geht aber das nicht. Scheißdreck, weil ich brauche wirklich eine Backup-Foundation, falls der Spot nicht geht. Beziehungsweise, falls ich down gehe. Ich glaube, der eine oder andere kann schon erahnen, um was es sich hier handelt. Hier kann ich bauen, okay. Dann machen wir mal hier ein Bett hin und locken die Viecher mal weg, bitte. Das muss ja schon mal nicht so sein. Und dann versuche ich jetzt mein Glück. Also kann sein, dass ich hier tatsächlich nicht bauen kann. Aber ich hätte gedacht, es geht. Testen wir jetzt aus. Kann ich hier bauen? Okay, es klingt jetzt wirklich blöd, ne? Und es kann sein, dass ich komplett reinscheiße, aber ich muss deep in die Lava jumpen. Go. Go, 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 go. Hier baut einer. Yo! Und ich wurde raus teleportiert. Nee, da baut schon einer. Fuck. Guckt euch an, denn man kann hier unter der Lava auftauchen und da dann wunderbar bauen. Oh nee, hier sitzt einer drin. Mit 2 Exomax, mehr nicht. Das ist wild, ne? Warte mal, da hinten ist noch ein Drop. Den hole ich mir mal schnell.
Okay. Aber das ist jetzt ärgerlich. Das heißt, ich müsste das blowen. Gut, dann fliege ich nochmal zurück. Ich denke, das blowe ich. Ich check auch mal, welcher Tribe das hier ist. No Limits, um safe zu gehen. Denn sollte das ein anderer Tribe sein, derselbe Tribe sein, der da drin baut, dann wissen die, dass ich da bin. Was natürlich nicht so nice ist. Aber egal, ich werde es versuchen. Ich hole C4 und dann komme ich nochmal. Und die haben halt Exomex. Ich glaube nämlich, Exomex kriegen durch Lava keinen Damage, ne? Vielleicht muss ich mir auch ein Exomex machen, Leute. Wäre das mal eine Idee? Wäre das mal bambuselt? Habe ich noch nie benutzt im Real Arc, ne? Also so im normalen Game. Doch, ich glaube, einmal auf Offi haben wir die ein bisschen benutzt, aber nicht so wirklich. Nicht, um irgendwie durch Lava zu gehen oder sowas, weil das können die. Und ich denke, das werden wir gleich testen. Einmal abtraveln. Ich denke aber mal, ihr könnt jetzt verstehen, was kostet der 40 Element? Crystal Metal? Ja, der kostet ja nichts, mache ich. Ich denke, ihr könnt jetzt aber verstehen, warum ich den Spot erst claimen will, bevor ich raide, weil der halt wirklich nice ist. Der ist tatsächlich sehr geil. Höchst erotisch. Dann nehme ich mir C4 mit. Tatsächlich so viel. Und ab geht's. Und überlebenden Bug. Geiler Server. Jetzt hat's geklappt. Und ich yeete mich. Noch einmal kurzer Tribe-Check. Das war No Limits, ne? Ja. Muss nämlich gleich gucken, wer da drin baut. Oh shit, ich weiß auch gar nicht, was der Exomech genau benötigt an Ressourcen zum Funktionieren. Exomech raus. Ich glaube, es ist Element, aber ich bin mir echt nicht sicher, ne? Rein damit. Und dann gucken wir mal, ob das geht. Ja, Jungs, guckt euch an. Ich bin der absolute Lava-Undertaker. Und hier kann ich jetzt hochjumpen und den Jungs mal richtig schön... Komm, 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 komm. Sweet Home Alabama ist ein anderer Tribe. Das ist gut. Warum ist das gut? Weil dann der Tribe nicht weiß, dass ich das bin. Beziehungsweise der Tribe dann einfach nicht weiß, dass ich hier baue. Den kann ich nämlich jetzt wunderbar das Zeug hier wegklatschen. Die haben noch eine Foundation in die Lava geplaced. Das ist sehr, sehr... Anti-Mesh. Nee, Jungs, scheiß drauf. Wenn bei dem Spot Anti-Mesh kriegt und ich die ganze Zeit das rumgebagger habe, dann scheiß drauf, oder? Das ist mir zu anstrengend. Fuck! Fuck, ey, fuck! Ah, was mache ich jetzt? Der Spot war so gut. Er war so, muah, deliziös. Verdammte Scheiße. 50 C4 weg, Exomec weg, Cliff weg. Nice. Gut, dann travel ich ab und dann gucken wir mal, was die Welt uns sonst bringt. Oh, das nehme ich mit. Verdammte Scheiße, ey. Denn ich brauche einen neuen Spot. Wie gesagt, kommt in den nächsten 1-2 Tagen die erste Folge vom Projekt on. Guckt euch an, alles durch. Das ist geil. Und ich habe halt echt keinen Bock, dass ich abgezuschauert werde. Hier nur, weil wieder der Spot gesehen wurde in Videos. Falls er versteht, wie ich meine. Deswegen würde ich an sich schon gerne umziehen. Oh Mann, ey, dann muss ich echt nochmal überlegen, wohin, ne? Weil das geht dann ja nicht. Das ist mir zu buggy. Auch wenn der mega geil wäre, das ist mir zu buggy. Alles klar, Leute, dann suche ich und wir sehen uns, wenn die Folge weitergeht, wenn es eben weitergeht. Und ciao. Okay, Freunde der Nacht. Euer Simi hat was entdeckt. Und zwar ein Spot. Welchen genau, darf ich jetzt aus technischen Gründen noch nicht sagen. Aber er wird euch wegklaboostern. Das darf ich sagen. Ich brauche einen Exosuit. Ganz wichtig, ein Bett. Haben wir letztes Mal vergessen? Diesmal nicht. Und damit bin ich eigentlich ready. Und ja, ich gebe zu, eventuell, war auch nur ganz eventuell, habe ich mein Element und bin komplett falsch gespawnt. Dabei habe ich doch richtig Ich bin richtig. Denn ja, ihr habt richtig gesehen. Ich baue einfach mitten am roten Obi. Spaß natürlich nicht. Ich baue mitten hinterm roten Obi. Ele habe ich noch mehr als genug. Und jetzt bin ich gespannt, ob da einer baut. Ich habe den Spot selber gefunden. Ich habe lange gesucht. Ihr kennt es, wenn man auf Spotsuche ist. Und habe diesen Spot gefunden. Warte mal, wo war der? Sorry für die Verspätung. Ich glaube hier unten. Ja, hier ist er. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Ich hoffe einfach nicht, ne? Weil da muss ich am Ende des Tages alles hinbringen, was ich besitze. Weil sobald die Videos online kommen, natürlich alle wieder wissen, wo ich baue. Und ich dann Besuch kriege von Kasper und Heinz Ludrich. So, ich check mal. Scheint clear, Jungs. Scheint clear. Und zwar gehen wir hier durch so ein Loch und haben dann jede Menge Space... perfekt, es geht, um hier die 1A-Hütte hinzuknattern. Guckt euch das an. Jetzt guckt euch... Boah, hab ich mich erschrocken. Okay, Generator. Zwirbeln wir mal hier runter. Ich denke, das ist ganz gut. Dann tun wir das Zeug rein. Erhöhen die Size. Und haben damit den ersten aktiviert. Können reingehen. Zumachen. Ein paar Betten placen. Und sind grundsätzlich ready. Boah, ich weiß nicht, ob das gerade so nice geplaced ist. Ja, doch, das geht. Und jetzt bin ich grundsätzlich ready, um zu ertrinken, zu meiner Base zu düsen. Und Teil ist zu. Meinen ersten Loot zu holen. Bis gleich, Jungs. Und ich werde jetzt das volle Repertoire nachballern. Noch ein Repli, ein Transi, ein Tresor. Und damit wäre die Inneneinrichtung zumindest gecraftet. Ich travel jetzt nochmal rüber. Ich brauche noch Element.
Und an der Base werde ich nämlich dann auch Defense bauen. Sprich Torrents. Erstmal werde ich noch so 1, 2, 3 Tage warten, bevor ich auch mit meinem Stuff da reinziehe oder zumindest teilweise was ablage, weil das ist wirklich sehr nah am roten Obi. Ah, fuck. Man hat den Server gesehen. Ich werde auch noch warten, bis ich hier wirklich endgültig einziehe. Das ist nämlich wirklich sehr nah am roten Obi und dementsprechend natürlich auch höchst gefährlich, ne? Haha, guck mal, da wollte auch einer gerade downloaden. Sein Element. Komm her, da ist es. Öffnung öffnen und rein in den Jumpits. Oh, das geht hier sehr in die Wand. Das ist nicht so nice. Das ist nicht so geil, aber hey, wir nehmen es, wie es ist. Ich hoffe, dass der Eingang funktioniert. Jawohl! Das nenne ich herrlich. Soll ich hier noch dann eins hinhauen? Wie viel habe ich noch? 4 Stück. Hier eins hin. Hier eins in der Ecke. Und hier eins oben drauf schon mal. Und hier. Das ist auch jetzt nicht bepowert. Heißt, der Kollege muss noch mal größer. Den Tech-Suit nehme ich wieder mit. Und dann kann ich jetzt eigentlich anfangen, hier mal die Inneneinrichtung zu bambuseln. Ich bin sehr gespannt. Ich bin vor allem sehr gespannt, ob das hier lange überleben wird. Weil, wie gesagt, es ist halt unterm roten Obi und das sind nicht die besten Bedingungen, um jetzt, sage ich mal, was Richtung sichere Base zu bauen. Aber der Spot ist halt super versteckt, deswegen keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein bisschen hält. Und ich merke gerade, dieser eine Cube hat ja mal gar nichts gebracht. Der hier hau ich direkt hier drauf. Dann kann ich nämlich jetzt auch endlich Stegos mal hier breeden. Was passiert mit mir, Jungs? Ich werde hochgedrückt. So, dann werde ich die Betten nochmal kurz aufheben. Denn das hier hatte ich angedacht als Repli- oder Indie-Spot. Vermutlich sogar eher noch die Indie. Weil guckt euch an, wie das hier reingeht. Geilo. Den Repli knallen wir dann einfach mal auf die andere Seite. Sehr gut. Und hier haben wir so eine Ausbuchtung. Da können wir perfekt Tresor oder Transit. Beim Transit muss ich auch aufpassen, dass der nicht... Oh lol, das ist geil. Das ist eigentlich mega geil. Wobei es noch geiler wäre, wenn der Strahl in die Wand hier reingeht. Wobei er dann halt Richtung roter Obelisk zeigt, ne? Weil das ist ärgerlich. Wenn wir den anmachen, dann kriegt er ja einen Strahl raus. Und wenn der uns verrät, nicht so geil. Also ich könnte ihn halt, denke ich, hier so hinhauen. Guck mal hier. Das wird halt keiner finden, oder? Also keiner wird es sehen. Ist zumindest meine Überlegung. Was ist mit hier? Guck mal, da geht's genau ins Mesh. Ja, das ist gut. Das ist ganz jod. Oh, bevor ich es vergesse, direkt die Betten hin. Imagine, ich hätte es vergessen, Junge. Und dann kann tatsächlich hier der Vault und hier die erste Cambench hin. Gut, dann travel ich wieder ab und hol mal den Rest. Ele ist gedownloadet. Und ich habe einiges mehr noch besorgt. Erstmal befülle ich hier den Generator. Und ich habe zum einen noch einen Kylonauten. Boah, guck mal, wie das passt. Zack. Und zum anderen noch einen Futtertrog. Würde ich beides gerne placen. Erleichtert das Leben um einiges. Sehr gut. Und dann habe ich noch einige Turrets, von denen ich noch nicht genau weiß, wie ich die setzen will. Eins auf jeden Fall hier safe schon mal unten beim Jenny. Genauso wie ein Tech-Turret. Und dann, denke ich, werde ich erstmal... Also das Ding ist, wenn ich halt so baue, dass man von außen die Base sieht... Ja, sieht man eh. Dann drauf geschissen, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Tech-Turret hier. Oder ich fange erst mit den Heavies an, weil ich habe keine Shards hier. Was die Sache wirklich um einiges erschwert. Hier hinten an die Wand kommen noch welche. Dass man hier richtig schön Coverage hat. Hier am Runterschwimmgang muss safe auch noch ein Tech dann hin. Ganz, ganz safe. Und ist auch nur provisorisch, ne? Ich muss hier eh dann mit Headframes und so bauen. Aber erstmal lasse ich es, glaube ich, so. Auch hier gilt halt wieder, wenn es gefunden wird, ist es vermutlich weg. Möchte ich jetzt nicht heraufbeschwören, aber das wäre meine Prognose. Also dann haue ich noch ein paar Techies hin. Auch hinten an der Wand. Auch seitlich in der Olga. Hier seitlich in der Olga. Und hier schön zwischen einfach mal. Und dann machen wir die mal ready. Und zack. Die zwei haben keinen Strom. Reicht es? Ja, alles an. Man sieht es außen. Ja, ich denke mal, wenn man hier vorschwimmt, man sieht es halt, ne? Wenn von hier so nur lang düst, gut, wer ist halt auch die Frage, wer düst random hier lang? Und ich glaube, wenn man nur hier so lang schwimmt, ja, sieht man schwierig. Gut, dann haben wir schon mal die Zweitbase grob gesetupt. Und hier ist alles ready, um meine Stegos finally mal vernünftig zu knacken. Vorausgesetzt, ich mache hier natürlich noch auf. Haben wir, und dann kann ich die jetzt hier ziemlich safe rausdroppen. Sehr nice. Hier innen hau ich auch mal einfach einen Tech und einen Heavy ran. Ich meine, schadet ja nicht. Und dann hammert. Sehr, sehr gut. Und in dem Sinne ist mein Steger auf 73k. Den muss ich nur noch einmal healen. Und dann würde ich gerne Gamma kurz reinkicken. Einmal noch schnell nach Aberration. Und guck mal an meinen Cutter, was ich gemacht habe. Ich habe so einen Wanderer gebastelt. Okay, also dass meine Aberration Base immer noch steht, das wundert mich brutal. Hat nicht mal einer gebollert? Es hat nicht mal einer geschossen hier. What the fuck? Fuck. Das ist echt krass, Mann. Weil, wie ihr wisst, direkt hier neben die Jumbo-Base steht. Nichts hat geballert. Dann war hier ja nicht mal einer gucken, Junge. Außer der Simi nach dem Drop und... Okay. Aber jetzt nicht so gut, ne?
Ja gut, ich behalte die Base, solange sie steht. In dem Sinne würde ich sagen, mache ich mich dann jetzt auf. Und zwar nach Center und wir sehen uns morgen, wenn es heißt, Simi Simorus macht einen dicken Raiderus. Ciao.